Signale der elektrischen Kraft erreicht euch heute ein Panzerbericht von der Heimatfront. Unter großen Anstrengungen ist es den Ingenieuren von Henschel gelungen, den Panzerkampfwagen 6 Tiger noch vor dem Winter fertigzustellen. Er wird ab sofort an die schweren Panzerabteilungen an der Ostfront ausgeliefert. Dort unterstützt er unsere tapferen Jungs vor Leningrad. Mit diesem Rambock gegen den Bolschewismus wird es uns nun gelingen, das Reich im Osten abzusichern. Die sowjetischen T-34 und seine Abarten sind der Panzerung und Schlagkraft des Tigers maßlos unterlegen. Die T-34 können wir auf 2000 Meter bekämpfen, während diese gegen den Tiger auf kürzeste Distanz chancenlos sind. Zudem ist mit der Kanone im Kaliber 8,8 jeder Schuss ein Gruß vom Führer. Auf, Kameraden, sendet Grüße gen Osten. Tja, so oder so ähnlich könnte das geklungen haben. Wobei das natürlich alles Propaganda ist. In der Realität war das ein bisschen anders und hier im Spiel natürlich erst recht. So sieht er aus. Der Tiger H1, Battle Rating 5,7. Der erste schwere Panzer, den man im deutschen Forschungsbaum finden kann. Hier schließt er sich an den Panzer 3M an, könnte man sagen, aber Panzer 3M ist gar keine Voraussetzung. Man muss nichts anderes erforscht haben, um zum Tiger H1 zu kommen. In der Realität sah das so aus, dass der Tiger ein bisschen zu schwer war, zu schwach motorisiert. Und die Ketten, ja, der Anpressdruck oder wie es heißt, ja, der Bodendruck zu hoch, er ist einfach im Schlamm versunken und nicht weit gekommen, liegen geblieben, musste häufig repariert werden und konnte deswegen eben nicht so eingesetzt werden, wie er eigentlich eingesetzt werden sollte, nämlich entwickelt als Durchbruchswagen. Und damit sollten natürlich die feindlichen Linien, die Frontlinien durchbrochen werden. Und das geht nur mit Geschwindigkeit oder, naja, zumindest mit Mobilität. Und die hat er eben einfach nicht erreicht und deswegen wurde er so nicht eingesetzt. Gleichzeitig wurde er Opfer seiner eigenen Propaganda. Ja, also die Besatzungen sind Risiken eingegangen, die nicht hätten sein müssen. Und auch das Kommando, also das Oberkommando sowieso. Aber die Anführer, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ja, wenn man so eine Panzerbrigade, Division hat, wie auch immer, die haben halt auch Sachen von ihm verlangt, die er nicht kann. Ja. Wobei ihm die Einsatzdoktrin ganz klar sagte, der soll nicht in Städte, der soll nicht im Wald kämpfen, ja, der soll die Panzer eben aus der Entfernung bekämpfen. Und das haben sie nicht gemacht, sondern er stand dann eben doch irgendwie in erster Linie. Das hat natürlich auch einen psychologischen Effekt. Ja. Die Alliierten haben den gesehen, haben gesagt, Hilfe, ja, zurück, Tiger. Weil die Kanone, die war auf jeden Fall gefährlich. Ja. Die 8,8er Flak konnte die T-34, die Shermans und alle, denen er so begegnet ist, auf große Entfernung bekämpfen und durchschlagen. Und da sind die anderen eben nicht rangekommen. Die 34 hat überhaupt keine Chance. Sherman, keine Chance. Panzerung zu stark, selbst an der Seite ging es nicht rein. In der Hinsicht war er schon gut, aber es gab dann halt doch zu wenig. Und da er eben an der Front eingesetzt wurde, haben sie ihm alles kaputt gemacht. Ja, die Sehschlitze kaputt, irgendwelche Optiken zerstört, Handgranaten, Kettenhabe und so weiter. Und dann war er eben nicht mehr einsetzbar. Also viele wurden aufgegeben von den Besatzungen, mussten gesprengt werden, konnten nicht geborgen werden. Auch wegen der Schwere natürlich. Es gab halt keine Bergepanzer, die ihn ziehen konnten und so weiter und so weiter. Also das hat nicht so geklappt, wie es sollte. Ist vielleicht doch gut so, ne? Man weiß es nicht. Aber er ist auf jeden Fall eine Macht. Und die erbeutet wurden, ne, die haben dann natürlich den Sowjets auch gezeigt, woran sie arbeiten müssen. Ja, die hatten dann T-34-85. Also mit einer 85mm Kanone, die also an dieses Kaliber rankommt, der konnte immerhin auf 500 Meter ungefähr ihn hier durchschlagen und immer noch unterlegen. Also er, auch den T-34-85 ist dasselbe Chassis, die haben da nicht wirklich was geändert, da konnte er immer noch auf 2000 Meter die bekämpfen. Ja. Selbst auf 1000 Meter haben die ja ohne Einschießen getroffen. Und die Leute waren ja gut ausgebildet. Überhaupt kein Problem. Ja. Und das sind Entfernungen, die wir aber hier im Spiel, jetzt kommen wir endlich mal auf das Spiel zu sprechen, Entfernungen, die man hier im Spiel einfach nicht hat. Ja. Die Karten sind viel zu klein für den Panzer, man steht ständig mittendrin, man wird flankiert, man kriegt in die Seite geschossen und man kriegt von Gegnern in die Seite geschossen, den ja eben ebenbürtig ist. Sagen wir ebenbürtig. Ja. IS-2 mit der 122mm Kanone, T-34-85, ISU-152, das sind so die ihn bekämpfen könnten. Ich würde sagen, SU-122 auch, also selbe Kanone wie im IS-2.
die sind dann halt doch durchgekommen. Und hier im Spiel auf die geringen Distanzen, 500 Meter und drunter, da haben die überhaupt keine Probleme mit ihm. Und dann kommt natürlich noch die Spielmechanik dazu, dass eben eingeschlagene Treffer zu Splittern führen, die halt innen drin wirklich alles kaputt machen. Ja, man hört Geschichten, dass Panzer halt Treffer an die Seite bekommen haben, die eigentlich auch durchgingen und trotzdem nichts zerstört haben. Aber hier ist es so, eigentlich egal, wo es reingeht. Ja, die schießen hier vorne rein und es macht einmal Poff. Ja, und dann hat man innen drin so eine Blume und der ist halt raus. Und die Leute schießen in die Seite, selbst wenn man keine Munition mitnimmt. Ja, die Munition können wir uns mal angucken, wo sitzen die, die Module. Ja, alles voller Munition. Wenn man nur 20 Schuss mitnimmt, ja, dann sitzt die hier unten. Und was passiert? Ja, der Gegner schießt hier oben rein, das Ding blumt auf, ja, und macht hier unten die Dinger kaputt. Ja, oder er schießt direkt hier unten rein und hier durch und trifft die Welle. Und dann, naja, ihr kennt das. Ihr habt das sicherlich schon erlebt. Also, es ist ein bisschen ernüchternd. Ja. Man sitzt im Tiger und denkt sich, so, endlich habe ich es geschafft. Ja. Durchgegrindet durch die Panzer 4. Und dann kommt man hier auf ein Battle Rating 5-7 an. Gucken wir mal, was die anderen da so auf der Ebene haben. 5-0, 5-3, MFA, das sind immer noch Shermans. 5-7 T25, sehe ich relativ selten. Ja, aber 6-7 T92, ja, schon gesehen. T34, T29, sehe ich auch öfter. Das sind dann auch Panzer, denen ist ja nicht wirklich gewachsen. Bei den Sowjets T34, 85 schon erwähnt, auf 5-3, ja, also viel, viel stärker im Spiel. Einfach durch seine hohe Geschwindigkeit. Der ist immer schon in Position. Ja, egal, wo man hinfährt, der steht schon da, weil er so schnell ist und wartet auf einen, ja, und nimmt einen halt raus. Also echt, echt übel, diese Teile. IS-2 schon angesprochen, T-44 schon erlebt, T-44-100. Nanu? Ach so, okay, da war ich mit dem Panther unterwegs. Nee, mit dem Tiger sieht man den noch nicht. SU-100. Alles gut genug für den Tiger. Bei den Briten ist der Challenger auf dem Tier. Tortoise trifft man, Chariot hier und so weiter, Carnarvon. Alles keine schönen Gegner. Ja. Und Gegner, die er eben in Wirklichkeit nie gesehen hat. Man hat es nicht leicht. So, dann schauen wir uns jetzt eine kleine Killshot-Compilation an. Also wie der Tiger zerstört werden kann. So zum Beispiel. Ja, das sind so die ersten Gefechte, die ersten Momente, die ich mit dem Tiger unterwegs war und die halt für mich wirklich sehr frustrierend waren. Ja? Also hier vorne gestanden in der Stadtmap, auf Polen war das, T-34-85 kann mir in die Seite fahren. T-34-85 kann mir auch geradezu gegenüberstehen und schießt mir einfach mal frontal durch die dickste Stelle. Ich war eigentlich angewinkelt sogar, also es war ein bisschen mehr als 100 mm, aber auf diese Entfernungen ist das überhaupt kein Problem. Und hier, hier fährt er eben einfach vor. T-34-85, ja, die 5T haben wir heute schon öfter gesehen, schießt mir einfach frontal rein. Bisschen angewinkelt sogar, also mehr als 100 mm, für ihn überhaupt kein Problem. Und wenn das zwei Leute gegenüber sind und man nimmt vielleicht sogar den einen raus oder so und der andere erkennt den Moment und sagt, okay, ich muss jetzt vor, fährt vor, schießt hier. Man denkt, ohne zu zielen, aber naja, man weiß es nicht. Ne? Welche Situation? Ja, man ist halt allein auf weiter Flur, man fährt irgendwie nach vorne. Das muss man ja auch. Also ich meine, das Spiel will das ja. Es gibt diese Punkte, die man erobern oder verteidigen muss. Oder man will vielleicht auch mal einen Gegner flankieren, wenn man allein unterwegs ist. Oder die befreundeten Einheiten sterben, die um einen rum waren, dann hat der Gegner das halt leicht einzuflankieren. Ja, und dann da hilft auch der schönste Tiger nichts. Ja. Kommen wir jetzt zu den Gefechten, die gut gelaufen sind. Ich habe zwei ausgewählt. Beide finden hier auf dieser Karte statt. Ich glaube, Köln ist es. Oder Advance to the Rhine oder irgend sowas. Und ich hätte noch andere Ausschnitte wählen können, also wo er auch im Gelände unterwegs ist, wo man mal einen Gegner trifft und zuerst trifft vor allen Dingen und den auch mit einem Schuss rausnimmt. Also das kann der Tiger natürlich auch. Noch ein paar Worte zur Munition. Ich habe dazu noch nichts gesagt in der Garage. Man kann eine Panzergranate 39 erforschen, die ist also nicht Standard dabei. Die hat mehr Durchschlag, aber weniger
Sprengstoff dabei als die erste Granate, die man sowieso schon drin hat. Und das fand ich nicht notwendig. Also ich fahre hier immer noch mit der ersten Granate und komme eigentlich überall durch. Ich habe es noch nicht erlebt, dass der irgendwo abprallt. Es sei denn, es ist wirklich so ein starker Gegner, wo auch die Panzergranate 39 nicht durchkommen würde. Da macht es dann also keinen Unterschied und alle, die ich so treffe, also selbst die IS-2 und sowas, das geht eigentlich immer. Das geht auch mit der Standardgranate und dadurch, dass eben mehr Sprengstoff drin ist, ist der Schaden einfach größer. Wen haben wir da? So was Kleines, was da so quer fährt. Ja, die kriegt man nur ausgerechnet nicht mit einem Schuss weg. Und ich bin aber jetzt nicht sicher, ist das Vorpatch 1.65 oder diesem Hotfix-Mini-Patch, den es dazwischen gab, wo sie die Mechaniken da ein bisschen geändert haben. Da bin ich nicht sicher, aber auch so aus dem aktuellen Spielgeschehen heraus kann ich sagen, die Flax, die kriegt man nicht unbedingt mit einem Schuss kaputt. Sind immer noch recht stark. So, aber er versucht es tatsächlich nochmal. Okay, jetzt hat er wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute drin gehabt. Da hat es dann geklappt. Beide Gefechte, die ich hier ausgewählt habe, haben noch eine Gemeinsamkeit. Ich bin nicht sofort mit dem Tiger rein, sondern beides Mal erst mit dem Panther eingestiegen. Habe es mit ihm geschafft, auch einen Gegner zu zerstören oder zwei. Und habe dann eben genug Punkte gehabt, um nochmal mit dem Tiger einsteigen zu können. Und für mich ist das eine gute Option. Also das ist dann so, dass man eben dem Gegner nicht sofort in seinem stärksten Panzer gegenübersteht. Also viele Leute steigen vielleicht zuerst in ihren T-34-85 ein und dann trifft man die und die sind schnell und stehen schon an der Position, wo sie einen erwarten. Und wenn man selber im Panther einsteigt und vielleicht auch die Geschwindigkeit nutzt und vielleicht einen von denen schon mal erwischt, dann wieder so eine ZSU, oder? Die ist nicht kaputt zu kriegen. Na los. Vielleicht vorne auf dem Fahrer? Ja, der wird ja als erstes ausgetauscht. Und was war es? Wieder ZSU 37, ja. Also, was ich sagen will, ist, dass man am Anfang vielleicht auch mit einem Panther die Geschwindigkeit nutzt, einen Gegner zu flankieren und da schon mal einen Abschuss zu bekommen und dann eben erst im zweiten Schritt mit dem Tiger einsteigt, wo dann eben die Gegner auch schon sozusagen im Respawn sind mit einem Zweitpanzer und so weiter. Also vielleicht ist das eine Option. Vielleicht hat es damit zu tun. Das müsste man mal über einen längeren Zeitraum ausprobieren, ob das dann immer gute Gefechte gibt im Tiger. Jedenfalls habe ich es oft genug erlebt, dass mit dem Tiger früh eingestiegen, auch früh gestorben bedeutet. Aber hier läuft's, ne? Irgendjemand capt jetzt den Punkt A. Eigentlich sah es ganz gut aus und jetzt haben wir wieder gar nichts. Also keine der Basen. Aber den werden wir schon finden. Da ist er. Glaube, dass er mich nicht entdeckt hatte, T-34-85. Und das kann er natürlich auch genauso gut, der Tiger. Ne? Also man, wenn man selber zerstört wird, T-34-85 mit einem Schuss raus, überhaupt kein Problem. Wenn man selber so zerstört wird, dann sagt man sich immer so, was für ein Scheiß. Was ist hier los? PT-76B, ein leichter Panzer, stellt auch kein Problem dar. Aber andererseits, wenn man die Möglichkeiten hat, den Gegner zu überraschen, ja, und eben er schon, weiß ich nicht, auf dem Weg ist irgendwo anders hin oder denkt schnell langfahren zu müssen und man steht in so einer Position, dass man in seine Seite schießen kann, wie hier gerade, dann ist der Tiger richtig gut. Da gefällt er mir sehr und hat das hier richtig, richtig Spaß gemacht. Und schon sind wir hier auch wieder am Capman Punkt B. Und ich hoffe, dass wir es dann in einer Tüte haben hier, das Gefecht. Ich werde fleißig beschossen aus der Luft von allen möglichen Seiten und kann froh sein, dass die hier keine Bomben dabei haben. Es sind offenbar nur Jäger. Die I, was ist das, 185 ist gerade abgestürzt auf mir. Hat aber nichts kaputt gemacht bisher. Ne? Also auch da ist es ganz nett, im Tiger zu sitzen. Ne? Da gibt es natürlich andere Panzer, die ein bisschen anfälliger sind aus der Luft.
Aber beim Tiger können hier die Flieger mit ihren Kanonen nichts anhaben. Bomben ist dann schon wieder ein anderes Thema, ist klar. Ich denke, da hilft dann auch nur in Bewegung bleiben, ne, und kein Ziel abgeben. Aber das ist wirklich schwierig, also auf den Boden zu achten und auf die Flugzeuge und wie man sich da positioniert. So, können wir ein bisschen rumfahren. Gucken, ob es hier drüben jemand lang geschlichen ist. Das sah gerade so aus. Ja, da ist er auch. Insekt zu schießen ist okay. Also ich meine, er brennt, ja. Aber man schaltet ihn nicht sofort aus. Tja, der nächste geht in den Turm, damit ist die Besatzung raus. Und da kam noch irgendwas gerade von hinten rechts. Vielleicht aber auch nicht. Ich dachte, rechts neben mir wäre jemand gewesen. So, Besatzung wieder aufgefrischt und ja, das Gefecht könnte noch eine Weile so weitergehen. Ja. Ich bin in einem fast frischen Tiger unterwegs und das nach so vielen Abschüssen. Also hier war richtig gutes Gefecht. Schießen, schießen, schießen und alle sterben. Tja, Punkt C wurde schon wieder eingenommen. Und jetzt ist ja hier der Kumpel neben mir gespawnt, der ist jetzt auch im Tiger unterwegs und ich glaube, das war es tatsächlich. Also wir fahren noch einmal dahin und ich mache hier nichts mehr. Ich habe 9 Abschüsse gehabt und das war tatsächlich bisher mein allerbestes Gefecht im Tiger, das auch finanziell richtig belohnt wurde. Also 61.000 Credits, die verdiene ich nicht oft. Das zweite Gefecht, wie gesagt, auch auf der Karte, allerdings von der anderen Seite gespawnt. Und auch hier ist es so gewesen, dass ich im Panda zuerst unterwegs war und 1-2 Abschüsse machen konnte mit etwas Glück. Und deswegen genug Punkte hatte, um mit dem Tiger nochmal einzustehen. Und siehe da, kommt schon wieder die 34, 85 und der geht mit einem Schuss raus. Ja, da braucht man gar nicht großartig zielen. Ich versuche trotzdem immer irgendwie das Rad vorne zu erwischen oder eben so knapp hinterm Rad irgendwie reinzuschießen. Und es geht erstaunlich oft gut. Also besser als jetzt nur den Turm rauszunehmen. Das ist selten oder naja, seltener, dass die Splitter dann vom Turm auch nach vorne unten wirken. Also andersrum ist es doch sehr viel wahrscheinlicher, dass man in die Seite schießt und dann geht es halt auch bis nach oben in den Turm, die Splitter. Tja, also was soll man machen, ne? Im Tiger? So eine Situation wie diese hier, die hat man nicht immer. Viel häufiger ist es so, dass man da ja offene Karten hat, ja, so weite Strecken, die man überbrücken muss und wo der Gegner halt aus einer großen Entfernung einen sieht und da auch schon zerstören kann. Wobei eben große Entfernungen hier trotzdem nur 500, 600 Meter sind und naja, da kommen die halt rein. Ne? Und hier muss man auch Risiken eingehen, also was ich jetzt hier in dem Gefecht gemacht habe, was man eben schon gesehen hat, ne? Einfach so eine Straße überqueren. Normalerweise würde man das nicht machen in einem Panzer, also wenn man alleine ist, ja, sondern würde vielleicht erstmal gucken und würde die Straße entlang schauen, ein bisschen beobachten und wenn man zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, dann hält halt einer die Position, guckt die Straße entlang, sichert das, die anderen können rüberfahren und so weiter. Also das kann man jetzt alleine nicht machen und so ist es halt auch ein bisschen eine Glückssache, ob man hier ein gutes Gefecht hat oder nicht. So, da ist zwar gerade ein Verbündeter langgefahren, aber ich war mir nicht sicher, ob der da ein Wrack ist oder nicht. Deswegen schieße ich da mal ganz kurz drauf. Und ja, nachdem ich jetzt sicher sein kann, gehe ich einfach weiter nach vorne. Eigentlich stehen wir schon im gegnerischen Spawn. Man sieht, dass also viele von unseren Leuten einfach durchgefahren sind und da jetzt nur noch drauf warten, den Rest abzuknallen. Ist immer wieder ein Thema. Ne, im Livestream, in anderen Videos, auch von CPOC, die Leute, die thematisieren das immer, ja, dass es eben kacke ist, eigentlich Spawn zu campen.
Ja, also absolut bin ich auch dafür, insbesondere auf Karten, wo man auch hinter den Spawn fahren kann, ja, wo sich dann wirklich ein paar Spezialisten irgendwie an die Seite stellen, an den Kartenrand und einfach nur darauf warten, dass die Leute spawnen und sich vorher vielleicht auch durchgeschlichen haben und sich überhaupt nicht um die Punkte kümmern und so. Und das haben wir ja hier nicht gemacht. Ja, es ist eine kleine Karte, wir haben alle Punkte erobert und wir sind jetzt einfach zum gegnerischen Spawn durchgefahren und da wartet man dann eben. In diesem Fall finde ich das deswegen halt legitim. Also das kann man schon so machen. Krieg ist halt eigentlich unfair. Ja, man will ja kein faires Gefecht, sondern man will ja den Gegner so zerstören. Was man als Gegner da machen kann, im Gegnerteam einfach nicht spawnen. So, KW-85, auch kein Problem. Man hat es noch gesehen, er hat gebremst und die Kanone auf mich richten wollen, aber da war ich einfach schneller und so ist der Tiger halt auch gut. Ja? So macht er dann Spaß. Andersrum wäre es natürlich dann genauso gewesen. Ja? Hätte er mich zuerst gesehen, nicht gefahren, Kanone schon in meine Richtung gezielt gehabt, hätte er mich mit Sicherheit genauso rausgenommen. Ja, auch das ist eine sehr schöne Runde gewesen hier. 33.000 Silberlinge. Und vier Abschüsse waren das, zwei im Panther, zwei im Tiger. So geht's, ups. In der Fernglasansicht gefahren und aus Versehen einen mitgenommen. Was kommt da hinten? Ein T-34? Das sieht nach einem KI-Panzer aus. Ja, ist es auch. Ja, okay, also echte Spieler sind dann doch nicht ganz so doof und fahren da oben lang. Die meisten, die passen dann doch auf. Ja, das ist der Abschluss meines Tiger-Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen unterhalten. Falls ihr auf dem Weg zum Tiger seid, dann ja, viel Erfolg. Er ist schon gut, ne? Aber er ist eben nicht so unsterblich, wie man denkt. Und wenn ihr den Tiger schon habt und dazu Erfahrungen habt, dann teilt mir die doch mit. Bin immer gewillt, da eure Meinung zu hören und auch zu antworten in den Kommentaren. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.